Ja, jetzt. So, da hört man irgendwie Türengeräusche. Da ist irgendwie noch ein anderer Kanal mit drauf, glaube ich. Radio oder Klanginstallation. Entschuldigen Sie bitte. So. Noch nichts da? Technik? Nix, hat nichts mit dem Saturn. Technik. Schulje. Schulje von der Technik. Ich steck vielleicht nochmal raus und wieder rein. Oh, das ist toll! Warte mal, vorhin? Nee. Ich seh nichts. Doch, jetzt? Nee. Oh, toll, toll. Das ist die Erde. Ich dachte mir, das ist vielleicht ganz gut für das Thema des Vortrags. Mein Schreibtischhintergrund. Julian, ich würde kurz noch den Sound checken. Ja, das machen wir sofort. Ich kann vielleicht währenddessen kurz mich vorstellen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie trotz später Stunde doch noch es hierher, dass Sie hier geblieben sind. Und vielleicht die, die noch stehen, es gibt noch... Ja, da sind irgendwie Interferenzen, irgendwie... Ich weiß auch nicht. Geisterhaft. Gut. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Es gibt noch Sitzplätze. Ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und Sie sehen heute Abend hier bei der Lichtbild Arena Langenfeld den letzten Vortrag. Der Vortrag hat den Titel Weltöffnung. Was das ist, werde ich noch gleich erklären. Vielleicht noch einen letzten Soundcheck? Super. Ich muss erst mal was trinken. Jetzt, wo alles geht. Hier auf den Monitoren kommen so Bartgeräusche oder so. Ich weiß gar nicht. Trinkgeräusche. Genau, was ich noch machen wollte. Vielleicht hat das schon jemand mitbekommen. Meine Frau meinte, wenn ich mal nach Langenfeld komme, könnte ich doch einen flippigen Schlips anziehen. Also, wenn man das erkennt. Naja. Genau, ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen und ich bin ein Beschwörungstheoretiker. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Beschwörungstheoretiker und auch Praktiker. Und weil ich jetzt ein neues Handy seit 2 Tagen habe, ich würde gerne vielleicht mal so ein Selfie machen mit Ihnen, weil das ist ja gerade ganz schön modern. Vielleicht, Julian, kannst du vielleicht nicht im Saal machen? Geht das? Oh, super. Sind alle drauf? Ich ein bisschen. Ich kann auch. Und wie geht das denn? So, gut. Und jetzt senden. Mehr. Seitenmanager. Ich würde das mal direkt auf meiner Facebook-Seite posten. Hier ein bedingungsloses Publikum. Großes Publikum. Super. Posten heißt das. Okay. Gut, dann kann es jetzt losgehen. Tut mir leid für die Verzögerung. Und vielleicht doch noch eins vorab. Ich würde mich sehr freuen, wenn nach dem Vortrag einige Lust hätten, mich an der Multivisionsbar draußen Fragen zu löchern, Anregungen. Ich bin hier, um zu kommunizieren mit Ihnen. Weltöffnung heißt der DIA-Vortrag. Ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Und mein Vortrag ist wie folgt strukturiert. Es wird erst erklärt, was Weltöffnungen sind. Danach zeige ich Weltöffnungen. Und als dritten Punkt, den kann ich jetzt leider noch nicht verraten, weil noch nicht klar ist, ob die Technik mitspielt. Wir sind sehr gespannt, ob das klappen wird. Und falls nicht, dann habe ich mir auch schon was Viertes überlegt. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weltöffnungen. Was sind Weltöffnungen? Weltöffnungen sind da. Weltöffnungen existieren. Weltöffnungen sind unscheinbar, denn sie sind verletzlich. Aber sie sind überall und es ist an uns allen, sie zu entdecken. Sie sind nicht getarnt. Sie sind durchaus augenscheinlich. Weltöffnungen sind quasi weltgemacht. Weltöffnungen sind Zubringer von Möglichkeiten oder zumindest noch Gucklöcher, die einen Blick auf die Möglichkeiten erlauben. Oder wenigstens doch sind sie Öffnungen, die eine Möglichkeit zur Möglichkeit darstellen. Genau. Das heißt, Weltöffnungen sind keine Geschenke an sich. Ihr Vorhandensein ist noch nicht ihre Erfüllung. Sie geben sich preis als Option, lassen sich entdecken, aber nicht sofort erfahren. Sie sind geduldig gegenüber sich selbst und ihren Entdeckern. Erfahrung ist dann quasi die Übereinkunft zwischen ihnen und ihren Entdeckern. Ja, oder Zufall. Es folgen Thesen und Fragen, die sich aus eben Gesagtem ergeben, wobei das eben Gesagte selbst noch zu belegen ist. Er hat jemand auf dem Monitor gelacht, das ist verrückt. So. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weltöffnungen waren schon immer da. Sie bleiben, werden immer da sein. Weltöffnungen sind nicht bestechlich. Sie haben keine andere Wahl, als offen zu sein. Weltöffnungen sind verpflichtend, aber sie sind bedingungslos. Weltöffnungen sind keine Zeitfenster. Sie sind nicht der Zukunft verpflichtet. Weltöffnungen haben Zeit. Sie sind nicht der Gegenwart verpflichtet. Weltöffnungen sind politisch, denn sie gestalten Welt in ihrem Dasein. Aber Weltöffnungen sind keine Verwirklichung. Weltöffnungen entwirklichen. Und vielleicht das jetzt als letzten Gedanken dazu, als Frage für Sie. Sind Weltöffnungen am Ende nicht vielleicht auch Weltschließungen? Ich komme jetzt zu den Dias. So. Nee. Ja, da steigen wir direkt ein mit einem Sonderling, sag ich mal. Sie werden gleich noch sehen im Verlauf, warum das jetzt ein Sonderling ist, aber als solches anzutreffen sozusagen. Auch eher ein spezieller Typ. Sie werden es gleich noch sehen, warum. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob man es dazu zählen kann. Aber da ich noch am Anfang der Forschung bin, wollte ich erstmal alles mit reinnehmen. Ja. Das ist eher unentschieden, ob jetzt Weltöffnung oder Weltschließung. Das weiß man noch nicht. So, jetzt. Genau. Auch.
Ich muss dazu sagen, dieser Typ ist mir am häufigsten vorgekommen. Vor allem in Gewerbegebieten. Wie gesagt, ich stehe noch am Anfang meiner Forschung. Da habe ich mich sehr gefreut. Und was auch sehr auffällig ist, es steht meistens ein Baum daneben. Ja, ich trinke mal kurz was. Vielleicht muss man das auch mal für sich einwirken lassen. So. Hier hat die Zeit schon genagt. Sie haben ja den Text gerade eben auch im Kopf, vielleicht kann man da einfach mal assoziieren, sozusagen. Hier habe ich mich mal näher herangetraut. Ich muss auch zugeben, ich habe das alles mit meinem Handy fotografiert und dann über Instagram das so quadratisch gemacht. Wie gesagt, ich bin Beschwörungstheoretiker und kein Fotograf, aber für dokumentarische Zwecke muss das erstmal reichen. Ja, das ist auch nochmal ein Sonderling. Auch sehr, sehr nah am Baum dran. Oh. Ja, genauso ging es mir auch. Oh. Weiter bin ich noch nicht. Ich mach jetzt mal ein bisschen. Hallo. Ja, jetzt war ich vor 2 Wochen im Urlaub auf Darß und habe zwischen Bustrow und Ahrenshoop in der Steilklippe, also da, wo quasi das Ende der Welt ist, wenn man so will, das entdeckt. Also hier, das sind Schwalbennester. Aber das haben Sie ja gesehen. Ja, das sind Weltöffnungen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir der Versuch zu einer Live-Schaltung, zu einer Weltöffnung in Weimar. Mal gucken, ob das WLAN vom Haus hier aus die Verbindung hält. Ich muss kurz das Programm starten und so. Das ist die Welt. So. Bitte. Ja. Ja, ja, die Verbindung steht. Und was doch sehr, sehr verrückt ist, in Weimar ist es auch 23.04 Uhr. Gleiche Zeit. Und vielleicht kann man jetzt das Licht ein bisschen dimmen. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich und Sie. Und die Live-Schaltung.
Das ist die Frage. Es passiert einfach nichts. Das tut mir jetzt ganz wirklich leid. Mir tut es wirklich leid. Vielleicht nochmal kurz die Welt. Tut mir wirklich leid. Aber ich habe noch was Kulturelles als Vertröstung. Okay, Julian, kannst du vielleicht einfach, was jetzt soundtechnisch so geht, einfach alles geben? Also jetzt nicht so, dass die Ohren bluten, aber dass zumindest die Leute was fühlen. Weil das hat ja bis jetzt noch nicht geklappt. Gut, ist der Sound da? Ja. Vielleicht nehmen wir nochmal den Stuhl. Und wer jetzt was fühlt, der kann gern auf die Bühne kommen oder da unten und einfach das mit aufnehmen oder auch nicht, ist es keine Option. Gut, es tut mir so leid. Open your mind, 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 open your mind. Open your mind, open your mind.
Öffne deine Seele, öffne deinen Sinn, oh, öffne dein Verstand. Erleben wir das Beste.